Yo, servus liebe Schuschelfreunde, willkommen zu einem neuen Video von einem Smogbuster Team. Wunderschöne Grüße aus dem noch etwas sonnigen, warmen Oberfranken. Also ich denke, wo ist da die Sonne? Okay, ja, ohne Sonne, scheiße. Ja, sorry nochmal für die kleine kurze Unterbrechung. Ja, wir haben gerade festgestellt, es ist keine Sonne mehr da, aber trotzdem ist es noch schön warm hier im Oberfranken. Deswegen haben wir uns entschieden, draußen ein Pfeifchen zu rauchen. Heute geht es nach langer Zeit mal wieder um einen PX1 Tabak. Der Grund dafür, dass wir in letzter Zeit keine vorgestellt haben, waren einfach, die ganzen neuen Sorten, wo wir probiert haben, haben uns jetzt einfach so nicht vom Hocker gerissen. Ja. Und wir wollen euch nichts vorstellen, wo wir sagen, pass auf, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Das bringt uns nichts, das bringt euch nichts, weil ihr werdet euch den Tabak wahrscheinlich dann eh nicht zulegen. Was heißt schlecht, halt uns nicht überzeugt. Also genau. Hat uns einfach nicht überzeugt, hat uns nicht angesprochen. Aber jetzt haben wir hier zwei neue Sorten. Einmal der Freaky Watermelon und einmal das Pancake mit Ahornsirup. Und einer davon hat uns überzeugt, und zwar der Ahornsirup. Deswegen wird es heute ein bisschen außergewöhnlich und ein bisschen amerikanisch. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß. Ja, Freunde, Pancakes mit Ahornsirup. Sascha hat schon schön gesagt, heute wird es amerikanisch. Eine ja, sehr, sehr außergewöhnliche Sorte gibt es, glaube ich, so in der Form nicht als fertigen Tabak. Ne? Ja. Wer PX1 noch nicht kennt, wie gesagt, es ist Molasse für 9,90 Euro. Genau. Ihr müsst dazu dann noch euren Grundtabak nach Wahl kaufen. In dem Fall, in der Probe war der Nubia Superdry. Kosten 4,50 oder 4,90. Auf die 40 Cent lege ich mich nicht fest, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Glaube ich, 4,50 glaube ich. Also ungefähr 15 Euro die 125, 130 Gramm. Genau, mischt das Ganze dann an, wartet eine Woche und dann könnt ihr den ganzen Spaß rauchen. Wie das funktioniert, blenden wir euch an dieser Stelle mal ein. Wir haben nämlich jetzt mit der Turbotase eingeblendet. Wenn ihr es ohne Turbotase machen wollt, was wir euch empfehlen, dann einfach das gleiche, nur halt eben ohne die Tasse. Jeden Tag mal umrühren, ein bisschen am Boden drücken, bis die Molasse eingezogen ist, bis es einfach wie fertiger Tabak ausschaut. Das sieht man, weil wenn der frisch angefeuchtet ist, es schaut einfach aus wie Heu. Ja. Sagen wir mal so, wie feuchtes Heu. Ja, Pancakes ist eigentlich so meine Welt, auch was Liquid angeht. Schön fluffig, Ahornsirup, mag ich auch sehr, sehr gerne, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, wird es mal wieder Zeit. Ja, schnitttechnisch brauche ich eigentlich nichts dazu sagen. Ich blende trotzdem mal einen Kopfbau ein. Ihr seht es an der Stelle. Wir rauchen das Ganze im Tonkopf mit einem Brohood-Aufsatz, Jakic-Kaminaufsatz und drei Kamin-7 meine ich und drei Kugelsäulkohlen in der Smokebuster-Pfeife, ne? Sascha, so ein. Hier. Wir haben unseren Aufkleber draufgeklebt, weil es noch die unverkäuflich Pfeife ist. Deswegen nennen wir es jetzt einfach Smokebuster-Pfeife. Ist aber nicht von uns, das ne? Ist ein Unikat, das ist nur ein Prototyp, den gibst du nur so einmal so, wie er jetzt da steht. Deswegen sagen wir einfach mal Smokebuster-Pfeife, so. Genau. Schnitt, wie gesagt, könnt ihr variieren. Molasse könnt ihr auch variieren, da sage ich nichts dazu. Ist jedem dasselbe. Jeden das sein überlassen, genau so rum. Und ja, mache ich gleich weiter mit dem Geruch, Freunde. Aber obwohl die scheiß Grille im Hintergrund, hoffentlich hört man die nicht zu laut. Ja. Ja, Entschuldigung, Grille halt's Maul. Ich hol's Luftgewehr, ich sag's dir. Apropos Grille, ne? Da war vorhin eine oben an der Decke gehängt und ich schaue so hoch, denke mir so, Alter, das ist eine fette Spinne. Dann was dazu? Ihr müsst wissen, Juli hat übelst den Spinnen. Nicht fetisch, Angst. Wie heißt es? Ist egal, es geht um Tabak. Genau, Tabak. Ja, der Tabak riecht nicht nach Spinne, sondern ihr habt den Geruch Vollgas in der Ahornsirupnote. Also, das ist. Wenn ich nicht wüsste, was drin ist, oder ich würde trotzdem rausriechen, dass es auf jeden Fall Ahornsirup ist, weil der Geruch ist einzigartig und riecht einfach on point. Und Pancakes. Ich finde, ganz leicht im Hintergrund ist noch so eine Gebäcknote, so wie man eben Pancakes kennt, die sind ja in der Mitte so richtig schön fluffig, wo noch so eine Teignote dabei ist, also es riecht nicht wie so ein richtiger Kuchen, sondern halt wie noch der eigentlich frisch gerührte Teig, also ich finde den Geruch wirklich. Aber Ahornsirup richtig geil, Ahornsirup ist im Vordergrund, ja. Also genau. Riecht wirklich richtig, richtig gut. Ja, und kurz mal zum Rauch zu kommen, ihr seht's, also wir sind draußen, der Rauch zieht weg, aber trotzdem raucht eigentlich ganz ordentlich. Ist nicht so krass wie manche andere Virginia Tabak, aber wir wissen auch nicht genau, wie sie es angefeuchtet haben, weil normalerweise schüttet man die 25 Gramm Tabak und 100 Milliliter zusammen. Wie es jetzt hier genau ist, wissen wir nicht, das kann man, wie gesagt, variieren. Das raucht aber eigentlich gut, ja. Raucht eigentlich für PX1 relativ gut und ich muss auch ehrlich sagen, PX1 war ja bei uns meistens nicht ganz so hitzeverträglich. Der hier wiederum verträgt ordentlich Hitze, also hat noch kein bisschen verbrannt geschmeckt oder kratzen oder sowas, also der verträgt ordentlich Hitze, deswegen wirklich Daumen nach oben, finde ich sehr, sehr gut. Und ja, was gibt es noch großartig zu sagen? Ich würde sagen, ich komme gleich zum Geschmack. Ich habe die ganze Zeit dran gezogen und ich muss echt sagen, das ist wieder mal ein PX1, der mich echt umhaut. Finde ich richtig, richtig geil, weil es schmeckt wie auch schon im Geruch nach so einer richtig geilen Ahornsirup-Note. Und Julio und ich sind eh so nicht richtig krasse Gebäckfreunde, aber so Ahornsirup ist es geil. Doch, ich schon. Und ich muss echt sagen, erinnert mich mega an Al-Kashmir-Nektar. Der hat so eine richtige Honignote dabei. Und wenn man Al-Kashmir-Nektar raucht, das ist ja schwarzer Tabak, denkt man oder hat man ja diesen Grundtabakgeschmack dabei. Und ich finde auch,
Hier hat man den Geschmack im Mund, wie wenn man schwarzen Tabak raucht. Raucht aber keinen. Das ist wahrscheinlich diese Honig-Ahornsirup-Note. Ja. Und das finde ich richtig geil, weil ich in letzter Zeit rauche ich echt viel, viel, viel schwarzen Tabak. Nicht nur du. Sei es Somo, sei es Al-Kashmir, sei es Tangiers, sei es Kismet. Also ich bin seit echt wenig auf den Geschmack von schwarzen Tabak gekommen. Deswegen finde ich es echt cool, dass es ein Virginia Tabak ist, mit dem manche Leute vielleicht auf den Geschmack von schwarzen Tabak kommen. Weil wirklich, mir kommt so vor, wenn ich schwarzen Tabak rauche. Und ich muss sagen, diese Gebäcknote geht eigentlich unter dem Ahornsirup-Geschmack leicht unter. Also, aber ich vermisse es auch nicht. Ich finde den Geschmack echt richtig gut. Also muss ich echt sagen, Props. Ja, also ich finde, ihr habt auf jeden Fall im Vordergrund wie im Geruch diese Ahornsirup-Note. Und was ich jetzt sagen kann, was diesen Pancakes angeht, finde ich, ihr habt beim Einziehen so eine süße Note. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Beim Einziehen finde ich... Ja, aber die kann auch vom Ahornsirup kommen. Ich bin mir noch unschlüssig. Ja, also es könnte von diesen Pancakes kommen, diese süßliche Note. Oder eben von Ahornsirup. Aber auf jeden Fall zu 90% dieses Ahornsirup im Vordergrund. Wie oft habe ich jetzt Ahornsirup gesagt? Schreibt mal in die Kommentare, Freunde. Wenn ihr besoffen werden wollt, immer wenn wir Ahornsirup saufen, sagen einen Shot. Wenn wir Ahornsirup saufen, einen Shot. Genau, so sagen wir das. Genau. Aber Rundum-Paket auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der überzeugt mich auch. Sascha und ich sind ja meistens, was Schiertabak angeht, vom Geschmack her auf jeden Fall auf derselben Wellenlänge. Außer bei Wassermelone. Außer bei Wassermelone. Apropos kurz zum Wassermelone zu kommen. Den raucht Freundin gerade von uns. Der ist auch gut, aber mir persönlich zu süß. Der ist wirklich zu süß und das ist so eine, ich kann es nicht beschreiben, eine komische Wassermelone. Also es ist nicht so eine richtig natürliche, aber auch kein chemisch. Es ist eine außergewöhnliche Wassermelone. Aber kann man auf jeden Fall mal probieren, aber ich finde ihn auch zu süß. Also ist nicht unbedingt meins, aber wie gesagt, der Pancake ist mega geil. Ja, auf jeden Fall. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir konnten euch PX1 mal wieder näher bringen. Wie gesagt, die Sorte haut uns wirklich vom Hocker. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal zulegen. Gerne mal probieren. Und dann würde ich sagen, Shisha ist kein Hobby. Shisha ist Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus.